Da hat man 3 Tage mal eine Drohne und schon ist sie kaputt. Hier sieht man übrigens schon meinen letzter Flug, zumindest vorübergehend mit der Drohne. Die Ersatzteile habe ich schon bestellt. Ich habe den Flug mal kurz, dann gleich mal kurz geschnitten, damit er nicht allzu lange ist. Aber hier noch entsprechend ist alles unter Kontrolle. Ich mache ein paar Flugtests. Ich habe übrigens die Kamera etwas leicht nach unten geneigt von der Drohne, weil ansonsten die normale Sicht ist mehr direkt nach vorne. Ich habe die Kamera entsprechend etwas angesägt, Anführungszeichen, sodass sie leicht nach unten zeigt. Aber entsprechend hier, der Flug ist ganz normal, relativ stabil. Ich versuche jetzt gleich mal etwas näher ins Haus zu kommen. Das war vielleicht nicht gerade ein absolutes, ja, gute Idee, würde ich sagen, aber nun gut. Aber nähern wir uns mal etwas dem Haus an. Ja, wie gesagt, noch läuft eigentlich alles ganz gut stabil. Und auch gleich werde ich mich dem Dach nähern und auch hier läuft es eigentlich ganz gut soweit. Ja. Bis auf dem ich gleich, naja, man wird es gleich sehen. Ich versuche jetzt gleich nochmal Höhe zu gewinnen, das klappt auch ganz gut. Ja, und jetzt drehe ich mich dann bald um sozusagen und versuche gleich wieder zurückzufliegen. Weil bis jetzt und so weiter, wie gesagt, war der Flug absolut wunderbar, hat alles geklappt, die Steuerung hat funktioniert. Es gab keinen Aussetzer, auch die App ist mal nicht abgestürzt und lief stabil. Das ist mir auch nicht so oft passiert bis jetzt. Ja, wie gesagt, jetzt drehe ich mich um und wollte zurückfliegen. Aber jetzt driftet die Kamera leicht ab. Ja, und das war's. Und das war's. Die Drohne ist kaputt. Und an was ist daran kaputt? Das zeige ich jetzt. Und zwar hier. Hier, wie man jetzt unschwer erkennen kann, ist einer der Ärmchen abgebrochen. Aber dafür gibt es ja Ersatzteile. Die Ersatzteile habe ich jetzt schon bestellt und die werden in den nächsten Tagen da sein, sodass ich die Drohne wieder hoffentlich flugfähig bekomme. Vielen Dank fürs Zusehen.